Einer kommt mir vom Namen aus dem eigenen Team ziemlich bekannt vor, ist allerdings noch aus Battlefield 4 Zeiten. Keine Ahnung, ob es ist, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Kannst du dich noch an Rorschach aus Battlefield 4 erinnern? Da haben wir gerade einen im Team, der so heißt. Das war so zur Anfangszeit. Schon lang, lang her. Kontaktgranate. So, in letzter Zeit spielen wir ganz schön viel Bereich sicher. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ah. Alle machen sich schon irgendwo was. Ja. Mann. Ich hab eine andere Wand zu mir platziert. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden. Das eine Luke habe ich oben zugemacht, die das neben dem Serverraum. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich lade nach. Dafür gerade angebracht. Och Mann, was im... Alter, Leute, echt jetzt? Ziele entdeckt, sorry. Das kann nicht sein, Mann. Magazinwechsel! Ein Operator des eigenen Trupps. Was, schon? Nein, ich schaff's nicht. Mini-Pistole. Die Gegner sichern den Behälter. Ich letzte Mensch schon wieder nah. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Irgendwann ist so ein Gewerf auch mal alle. Ja, er hat es noch. Schießt ja auch sehr schnell. Das ist trotzdem noch. Ich glaube, ich habe unbewusst nachgeladen, weil ich schon wieder links um die Ecke war im Raum. Geht der Arsch jetzt? Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Also entweder Chefbüro oder unten. Unten ist sauber. Dann frage ich Chefbüro. Ja, Chefbüro verstärkt und markiert. Na, ich war doch schon um die Ecke. Noch 5 Sekunden. Das war zwar die Grabschwur, aber die kann doch nicht so schnell sein. Bereit.
Kacke. Oh, schwarzer Spiegel. Hinten ist nicht verstärkt, eine Hund. Ich lade ist auch schon auf. Okay. Munition mehr. Gehe rein. Ich mach auf. Wäre. Ich glaube, ich war tot. Ich habe den Chat gelesen. Ah, falsche Sensor. Hm. Ins falsche Fenster gesprungen. Hab was verletzt? Ah, bin tot. Irgendwas verletzt in dem Raum mit den vielen Treppen und Westmann ist ja. Noch drin. Tja, du wirst ja immer wissen. Hast du doch am Anfang gesagt, dass du gestorben bist. Ja, aber Westmann gibt's ja auch noch. Ja. Eigener Druck getötet. Gibt's auch immer noch. Was ist das denn für ein Knüppel an der Waffe? Oh, viermal Kontaktgranate. Tön. Das haben wir schon mal in Gänze 8. Jäger hat aber keine. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Von mir aus kann die ganz äußere Wand an der Außenwand offen bleiben. Aber im Zweifelsfall ist zu. Nachladevorgang! Es bleiben noch 10 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Noch 5 Sekunden. Hä? Ach da. Den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Eine. Oh Gott, Kessel hier. Durchs Fenster markiert. Ich guck mal zum Fahrstuhl. Feinde gefunden. Termit hat aufgemacht. Meine Süßen sind in Position. Okay, ganz hinten Decke.
Och komm, Alter. Ey. Das gibt's doch wieder nicht, Mann. Oh, ich hab ihn auch getötet. Die Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde gibt's aushalten. Nicht. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Na, guck doch nur nicht. Beide verletzt. Komm, je. Ey, das sind noch zwei Leute von denen. Die gucken bloß auf Montana. Das ist doch echt nicht mehr wahr. Hey, wie dumm sind die denn, Mann? Klasse. Tja, und dabei hatten wir auch noch 8 Kontaktgranaten. Ja Mensch. Wieder 0-3. Aber jetzt bin ich da angelangt, wo ich jetzt einfach mal Schluss mache, weil es schon ganz schön spät ist und ich viele Folgen auf Lager habe. Vielleicht läuft es beim nächsten Mal dann neue Aufnahmesession besser. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.